Eliten in der DDR. Wie sie lebten, was sie dachten. Über die Mächtigen in der DDR ist viel geschrieben und erzählt worden. Über die Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht, Erich Honecker oder Egon Krenz, die Stasi, das Politbüro. Aber wer waren die Menschen dahinter? Waren sie überzeugt von dem, was sie taten? Welche Vorteile hatten sie? Welchen Zwängen waren sie unterworfen? Und hatten sie selber das Gefühl, zur Elite ihres Landes zu gehören? Ich bin Jan Kröger, seit 16 Jahren Leipziger, geboren 1984 in Schleswig-Holstein. Meine Erinnerung an die DDR besteht aus wenigen Bildern von Familienbesuchen. In diesem Podcast will ich fragen, zuhören und herausfinden, wie diejenigen gelebt haben, die in diesem Land etwas geworden sind. Folge 3: Der Wirtschaftsplaner. Es ist ein nasskalter Novembertag in Mahlsdorf, ganz im Osten Berlins. Rolf Sukowski begrüßt mich in seiner Dachgeschosswohnung in einem kleinen Mehrfamilienhaus. Als Sportfan fallen mir zuerst sein Eisbären-Berlin-Schal an der Garderobe auf, sowie der Wimpel an der Wand vom Europacup-Sieger 1. FC Magdeburg. Aber darüber sprechen wir nur zur Begrüßung. Auf dem Regal vor dem Wimpel steht ein eingerahmter Geldschein mit dem Bildnis von Mao Zedong. Und das wird heute schon eher unser Thema sein. 9-mal war ich in China. Ich war 2-mal auf der Großen Mauer. Das war mein Beruf. Also wie viele andere Außenhändler hier auch ständig draußen waren. Der vielleicht größte Tag für Rolf Sukowski war der 23. Oktober 1986. Auch davon erzählen die Souvenirs in seinem Arbeitszimmer. Da hängt das Zertifikat von seinem Besuch an der chinesischen Mauer und ein Foto von jenem Tag. Rolf Sukowski inmitten einer kleinen DDR-Delegation, vorne in der Mitte Erich Honecker. Der war auf Staatsbesuch in der Volksrepublik China und Rolf Sukowski gehörte zu denen, die das möglich gemacht hatten. Er war der China-Experte in der staatlichen Plankommission. Die Rede war von einem historischen Besuch, denn China und die DDR waren nur auf dem Papier Bruderstaaten. Tatsächlich hatte rund 20 Jahre lang diplomatische Eiszeit zwischen ihnen geherrscht. Erst als sich China wirtschaftlich öffnete, kamen Leute wie Rolf Sukowski ins Land, um Vertrauen aufzubauen und um sich die Anfänge dessen anzuschauen, was heute die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist. Die staatliche Plankommission war zuständig für das, was man heute als Sherpa nennt. Ja, wenn Frau Merkel hat sie immer ihren Sherpa, der ist, glaube ich, im Finanzministerium angesiedelt. Interessanterweise das gleiche Gebäude, wo also auch der Sherpa zu DDR-Zeiten angesiedelt war. Wir haben dann die Beratungen vorbereitet. Und gerade bei China hatte ich natürlich die Gelegenheit, sehr viel selbstständig zu machen, weil das war Neuland. Und da konnte man viele Ideen, die man irgendwo aufgegriffen hatte, konnte man befördern. Man stieß überall auf offene Ohren, weil jeder wollte irgendwie mit China was zu tun haben. Und deshalb war das aus meiner Sicht meine angenehmste und schönste Arbeitszeit. Sie haben eben gesagt, jeder war heiß darauf, oder sinngemäß jeder war heiß darauf, mit China zusammenzuarbeiten. Wer war es speziell? Zum Schluss waren es alle. Es war ein Gedrängele. Jeder musste unbedingt mal, also jeder, ich meine jetzt auf einer Ministerebene, musste irgendwie mal nach China, egal wie. Schürer war in der Hinsicht der Erste. Der Erste aus der Parteispitze seit, ich glaube, 20 Jahren oder sowas, der wieder in China war. Also war eine politisch hoch bis brisante Reise. Ja, danach drängelten alle, wollten alle irgendwo hin. Und der Höhepunkt war ja dann der Honecker-Besuch. Was in diese Zeit reinfällt, ist ja die zumindest wirtschaftliche Öffnung der Volksrepublik China, die ja ab 78, 79 unter Deng Xiaoping eingesetzt hat. Wie haben Sie die damals wahrgenommen? Also eine unserer ersten Aufgaben war, mit einer Studiendelegation 4 Wochen die Küstenstädte abzufahren nach der Öffnung. Das fing ja an, die offenen Küstenstädte, und zu gucken, was machen die dort eigentlich? Was verbirgt sich hinter dieser Öffnungspolitik? Und da sind wir dann von oben von Dalian im Norden bis nach Kanton, sind wir da, die Delegation, wir waren, glaube ich, 3 oder 4 Leute, abgeklappert und haben dort mit den Gouverneuren, den Bürgermeistern und so weiter uns unterhalten, haben auch die Wirtschaftszonen angeguckt, die sie da gemacht hatten. Ganz primitiv, ganz am Anfang. Ich weiß, wir waren in einem kleinen Dorf, wo die ersten Baukräne sich drehten. Dieses Dorf hieß Shenzhen. Jetzt ist es Little Hong Kong. Also da hat man uns direkt geschickt und hat gesagt, guckt mal, was da passiert. Ja,
Ja, was unter anderem passierte, war ja zum Beispiel Einkommen, die nach Leistungen bezahlt wird. Also dass zum Beispiel ein hochrangiger oder ein guter Forscher mehr verdienen darf als der Institutsleiter zum Beispiel. Oder dass Preise nicht mehr zentral festgesetzt werden, immer weniger Preise zumindest nicht. Waren das Ideen, wo Sie drüber nachgedacht haben, Mensch, das wären Sachen, die auch in der DDR für einen richtigen Schritt sorgen würden? Also ich nicht, aber es gab ja in der Plankommission ja auch durchaus Ideen, dass man die Preispolitik verändern muss. Dass es nicht sein kann, dass ein Brot so billig ist, dass es billiger ist, als Hühnerfutter zu kaufen, deshalb das Brot verfüttert wird. Aber die sind ja alle in der Schublade gelandet, wie man anschließend dann erfahren hat, weil das Politbüro das natürlich nicht wollte. Aber die Gedanken gab es schon. Ob die nur durch China jetzt mitgeprägt waren, das vermag ich jetzt nicht zu beurteilen. Wir haben das zumindest aufgeschrieben und mit Sicherheit ist dieser Bericht dann auch ins ZK gegangen. Worin bestanden dann die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der DDR und der Volksrepublik? Naja, am Anfang war es so, also die wurden ja abgewickelt auf Basis Schweizer Franken. In gegenseitiger Verrechnung, man musste also nicht Cash bezahlen. Und ich kann mich erinnern an ein Gespräch, da war der Vorsitzende der Plankommission oder der Vorsitzende der Wirtschaftskommission, also einer von beiden war bei Schürer. Und da ging es darum, die Chinesen wollten Tagebauausrüstung haben und haben sofort durchblicken lassen. Sie hätten also auch mit der bundesdeutschen Firma verhandelt und da bekämen sie einen guten Kredit dafür. Wie denn die DDR zu einem solchen Kredit stünde? Und da hat Schürer gesagt, bei uns nicht. Aber eins kann ich dir garantieren, das Schiff, dass die Tagebauausrüstung nach Shanghai bringt, nimmt auf den Rückweg von euch Produkte mit. Das heißt, ihr könnt sofort bezahlen und müsst euch nicht verschulden. Und da nun China interessante Rohstoffe hat, wir haben mal ewig lange über das Thema seltene Erden verhandelt, war das Warenlieferung aus der DDR und auf den Rückweg dann eben bestimmte Rohstoffe, die für uns interessant waren. Unter anderem kann ich mich erinnern, spielt das Thema Soja da irgendwo mit einer Rolle. Aber da der chinesische Markt so groß ist, konnten wir den natürlich nie bedienen. Das war bei Kühlfahrzeugen, Waggonbau deshalb, Mähdrescher wollten sie haben. Da ging es dann zu sagen, okay, wir können diese Zahlen nicht bringen. Wir verkaufen euch das Know-how. Da sind waggonweise Dokumente dann verschifft worden, übersetzt worden, verschifft worden. Und ihr zieht die Produktion selber auf. In Wuhan sollten die Kühlfahrzeuge gebaut werden. Und damit aber die chinesischen Arbeitskräfte sich einspielen können in die Produktion, sollten auch chinesische Arbeitskräfte nach Dessau kommen. Und die waren ja, glaube ich, auch dennoch, nachdem ich nicht mehr gearbeitet habe über China, waren ja auch Chinesen in Dessau. Sodass das dann auch mehr dann in solche Technologietransfer dann überging. Also letzten Endes ähnlich das, was auch China ja auch schon mehrere Jahre zuvor mit Westdeutschland und anderen westlichen Ländern angefangen hatte. Hatte man da das Gefühl, in China zu spät zu kommen? Uns war ja klar, wir könnten den Markt nie bedienen. Und ob da nur ein Futterneid entstanden ist, zu sagen, oh, jetzt müssen wir aber auch unbedingt, um den Westdeutschen da das Wasser abzugraben, glaube ich eigentlich eher nicht. Denn wir hatten keine Absatzsorgen. Also es war ja nicht so, dass wir Kapazitäten der DDR hatten, die nicht ausgeschöpft waren. Im Gegenteil, durch die großen Exporte auch in Richtung Sowjetunion. Das war eher ein Wettlauf mit dem Honecker-Besuch. Er wollte unbedingt der erste offizielle Staatsbesuch aus Osteuropa in Peking sein. Hat es ja dann auch geschafft. Zum Zeitpunkt des China-Besuchs ist Rolf Sukowski 37 Jahre alt, aber schon ein erfahrener Mann in der staatlichen Plankommission. Sein Leben ist bis dahin eine Aufstiegsgeschichte. Aufgewachsen ist er in Völpke in der Börde, keine 5 Kilometer entfernt von der Grenze zur Bundesrepublik. Dass er das Abitur macht, gleichzeitig mit einem Abschluss als Einzelhandelskaufmann an der erweiterten Oberschule, das ist etwas Neues in seiner Familie. Der Großvater war Steinsetzer, der Vater Maler und Kraftfahrer, die Mutter Verkäuferin. Hat er in Ihnen politische Vorbilder gefunden? Also mein Großvater mütterlicherseits war in den 20er Jahren SPD-Vorsitzender im Dorf und dann nach 45 aktiv in der SED. Meine Eltern selber waren unpolitisch. Was war es dann, was Sie geprägt hat? Eigentlich ja schon an der Schule. Ich war Gruppenratsvorsitzender, ich war Freundschaftsratsvorsitzender. Und eigentlich die ganze Ausbildung hat mich dann geprägt.
Und meine Eltern haben das, ich will nicht sagen wohlwollend, zur Kenntnis genommen, also sie haben sich da rausgehalten, sage ich mal so. Gab es irgendwie Denkanstöße, also die Gremien oder die Jugendarbeit haben sie ja schon genannt, aber gab es so Denkanstöße, wo sie sagten, das ist auch meine politische Idee? Naja, Denkanstoß vielleicht etwas kurioser. Ich habe Christenlehre gehabt. Und als dann Sputnik 1 um war, habe ich den Pfarrer gefragt, sagen Sie mal, wieso erlaubt das der Gott, dass ihm der Sputnik um die Nase fliegt? Darauf hat er keine Antwort gehabt. Und als dann die Jugendweihe anstand, hat der Pfarrer gesagt, entweder Konfirmation oder Jugendweihe, beides geht nicht. Und damit war das Thema Kirche endgültig dann durch. Das war vielleicht so ein Aha-Effekt im sehr jungen Alter, also 14, 15 ungefähr. Was bei Völpke natürlich auffällt, ist die Grenzlage zur damaligen Bundesrepublik. Wie haben Sie das wahrgenommen? Positiv und negativ. Positiv, weil alle, die im Grenzgebiet gewohnt haben, haben einen Zuschlag zum Gehalt bekommen. Und da ich Ausbildungsvergütung bekommen habe während meiner Zeit an der erweiterten Oberschule, habe ich natürlich auch einen Zuschlag gehabt. Negativ, wir konnten keinen Besuch empfangen, also nur mit großen Theater und Voranmeldung. Ich habe natürlich auch miterlebt, dass Leute ausgewiesen wurden aus dem Grenzgebiet unter sehr fahnenscheinigen Begründungen. Ich weiß, einen Bäcker haben sie rausgeschmissen, weil da seine 80-jährige Mutter, die aus Westdeutschland zu Besuch war, illegal ins Grenzgebiet reingeholt hat. Das war natürlich auch für die Dorfbevölkerung völlig unverständlich. Hat aber jetzt an Ihrer politischen Überzeugung wenig geändert. Das war nach 14 Tagen war das dann kein Thema mehr. Also es hat sich jetzt nicht irgendwie so eingeprägt und daraus dann irgendwie einen Widerstandswillen geweckt oder sowas. Können Sie sich trotzdem an Gewissensfragen erinnern, die jetzt Sie auch persönlich betroffen haben, wie es einem ganz normal ist in einem solchen System für jeden Bürger? Ja, sicherlich natürlich die Auseinandersetzung auf dem Tiananmen. Und die Reaktion darauf, das war natürlich verstörend. Die Reaktion, meinst du jetzt Egon Krenz? Naja, wird immer an der Person Krenz festgemacht, nee. Aber die DDR-Medien waren ja da auch nicht viel besser. Vielleicht auch 68. Wir waren im GSD-Lager, also im Wehrerziehungslager auf der Insel Rügen, als der Einmarsch in Prag war. Das hat natürlich auch Bestimmtes bewirkt. Aber die Informationen, die wir bekamen, waren ja, dass die NATO da einmarschiert wäre, wenn das nicht gekommen wäre. Im Nachhinein wisst man das immer alles besser. Das hat sicherlich einen gewissen Eindruck gemacht, aber das ist dann alles wieder durch die Ereignisse irgendwie überdeckt worden. Das hat jetzt nicht in lebenslangen Zweifel irgendwo gesetzt, wie das bei anderen vielleicht der Fall war. Weil eben die Überzeugung da war, eigentlich ist es was Gutes, was wir hier machen, ja. So bewertet er lange Zeit auch seine Arbeit in der Plankommission. Die Behörde unter ihrem langjährigen Leiter Gerhard Schürer prägt den Alltag der DDR-Bürger. Im Betrieb, weil sie über die Erfüllung der Wirtschaftspläne wacht, und beim Einkaufen, weil sie für die Warenversorgung verantwortlich ist. Beides ist ein ständiger Kampf. Doch mit diesen Alltagssorgen muss sich Rolf Sukowski kaum befassen, seit er 1976 in der Plankommission angefangen hat. In der Abteilung Internationale Zusammenarbeit knüpft er Beziehungen nach China und in andere asiatische Länder. Erst wenige Monate nach dem Honecker-Besuch in der Volksrepublik ändert sich das. Dabei ist es formal sogar eine Beförderung. Rolf Sukowski leitet ab 1987 den Sektor RGW. Im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe sind die sozialistischen Länder Osteuropas versammelt. Von vereint kann Ende der 80er Jahre keine Rede mehr sein. Die einen blicken schon offen nach Westen. Die nächsten wollen auf den Kurs von Michail Gorbatschow in der Sowjetunion setzen. Und andere wollen beides nicht. So erlebt es Rolf Sukowski. Also in der Zeit, wo ich dafür zuständig war, wurden an Spezialisierungsprogrammen gearbeitet. Welches Land soll sich auf was spezialisieren? Tatra-Straßenbahn kommen, also Tschechoslowakei, die Icarus-Busse kommen dort her. Das sollte also dann vertieft werden. Und da gab es eben sehr, sehr harte und erbitterte Diskussionen darüber, weil die Interessen der Länder waren schon sehr unterschiedlich. Und es gab da schon Ansätze, dass einige Länder gerne auf konvertierbare Währung umstellen wollten. Und da haben wir den Ungarn gesagt, ihr glaubt doch wohl nicht, dass wir gegen Dollar Icarus-Busse kaufen, dann können wir sie ja gleich bei MAN kaufen. Und eure Pfirsichdosen aus Bulgarien, die werden wir dann auch nicht nehmen. Also das war schon abzusehen. Und dann ist auch die UdSSR umgeschwenkt und kam auch auf die Idee, wir könnten unser Erdöl ja vielleicht auch gegen harte Währung verkaufen.
Und damit war abzusehen, also das geht nicht mehr so lange gut mit der konvertierbaren Rubel. Ein paar Jahre später ist es ja nicht nur mit dem Transferrubel vorbei gewesen, sondern eben gesamt mit dem Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Ja. Sie sagen schon, das war im Grunde ein bisschen abzusehen. Wie haben Sie das damals begleitet oder wahrgenommen? Also im Vergleich zu den Jahren mit China, und vorher hatte ich ja auch mich mit Vietnam und Laos befasst, das waren Jahre, wo man Themen hatte, die zukunftsträchtig waren. Also als ich Vietnam mitgemacht habe, ist der Kaffeeanbau mit Vietnam angeschoben worden. Jetzt ist Vietnam zweitgrößter Kaffeeexporteur. Die Jahre im RGW, die waren dann teilweise, ging es um Wortklaubereien. Die Begriffe Perestroika und Uskurenie, die waren tabu für uns. Weil Perestroika gab es in der DDR nicht und Uskurenie, Beschleunigung, brauchten wir auch nicht. Wir waren sowieso die Besten und die Größten. Und dann auch der Streit untereinander, die Polen und die Ungarn, die wollten schon mehr Richtung Markt. Die Rumänen haben total auf die Bremse getreten. Dadurch konnten wir uns hinter den Rücken der Rumänen immer ein bisschen verstecken, konnten sagen, die werden schon alles blockieren. Das war irgendwie alles nicht... Also hat keine Freude gemacht, sage ich mal, die Verhandlung. Viele in der Plankommission wissen, wie es tatsächlich um die Wirtschaft in der DDR steht, doch sie dringen damit nicht durch. Rolf Sukowski hat vorhin von seinem Bericht über die chinesischen Wirtschaftsreformen erzählt. Den soll auch das Zentralkomitee der SED bekommen haben, aber Folgen hatte er keine. Von noch schlimmeren Erfahrungen mit der Politik berichtete nach der Wende Sukowskis oberster Vorgesetzter Gerhard Schürer. Und jedes Jahr musste ich ins Politbüro gehen, musste vorschlagen, dass die Zahlungsbilanz sich geht und dass wir wieder mehr Schulden machen müssen. Ich, der nicht wollte, dass man Schulden macht. 3-4 Jahre habe ich überhaupt nur noch geschwiegen. Und wenn ich wieder was gesagt habe, blieb mir immer das Wort Saboteur im Kopf. Wenn einer der führenden wirtschaftlichen Köpfe der DDR sich als Saboteur mundtot machen lässt, hat dann auch Rolf Sukowski innerhalb der Plankommission Ähnliches zu spüren bekommen? Ich habe mal meinem Abteilungsleiter gesagt, und da war er sehr erbost drüber, ein Glück, dass ich nichts mit Planung zu tun habe. Weil wir im internationalen Bereich waren von diesen ganzen Planungsprozessen operativ abgekoppelt. Diese ganze operative Jahresplanung und 5-Jahresplanung, da waren wir nicht involviert. Demzufolge waren auch bestimmte Informationen, okay, die kriegte man so auf dem Flur mit. Also wenn ich LKWs brauchte für Vietnam, musste man natürlich mit dem Bilanzierer reden, der für die W50 zuständig war. Und da kriegte man ja mit, dass das hinten und vorne nicht reichte an der Produktion. Was waren dann die Pläne, die Sie vorlegen mussten? Ich selber war zuständig für die Plankoordinierung zwischen der DDR und Rumänien und war Gesamtkoordinator bei uns in der Abteilung für alle Plankoordinierung außer UdSSR, weil das eine eigenständige Abteilung war. Da mussten wir für 5 Jahre faktisch die Warnlisten abstimmen. Nachher rein fasst man sich am Kopf, ja, also 6 Jahre im Voraus bis zum letzten Hosenknopf Warnlisten abzustimmen. Jeder hat seine heiße Ware, die wollten unbedingt Wein in Flaschen verkaufen, wir wollten aber unbedingt losen Wein haben. Warum mag sich der Weinkenner damit befassen, warum wir losen Wein haben wollten und nicht schon abgefüllten in Flaschen. Das heißt, es befand sich so ein bisschen außerhalb von dem, was so wo landläufig für den DDR-Bürger die staatliche Plankommission war. Punktuell waren wir einbezogen. Also um diese Jahreszeit zum Beispiel war immer bei uns ein Thema, wir brauchen Gänse. Wo kriegen wir die her? Ungarn und Polen. Und die Ungarn und die Polen haben gesagt, könnt ihr kriegen, aber anbei unserer Liste der Gegenwaren, die wir haben wollen. Knallharte Chemie. Und entweder gibt es Weihnachten keine Gänse oder du beißt dir einen sauren Apfel und lieferst Chemie, die du eigentlich sonst im Westen verkaufen wolltest. Und im Sommer, ja, wir brauchen Forint, wir brauchen Kronen für die Touristen. Und die anderen sagten, ja, könnt ihr kriegen, hier ist unsere Liste. Rolf Sukowski selber ist weit über Osteuropa hinausgekommen. Havanna, Leningrad, Phnom Penh in Kambodscha und immer wieder China. Nur die wenigsten DDR-Bürger konnten solche Stationen vorweisen. Doch abgesehen davon, sagt Rolf Sukowski, hat er sehr einfach gelebt. Was da natürlich auffällt im Unterschied zu den meisten DDR-Bürgern, sind die Reisen, die sie machen konnten. Zwar beruflich, aber sie konnten ja eben doch das Land verlassen. Wohin hat es Sie verschlagen? Ich glaube, 9-mal war ich in China. Das galt als nicht-sozialistisches Wirtschaftsgebiet, zumal auch die Flüge über Westterritorium gingen. Ansonsten war ich in Prag, Sofia, also da konnte auch jeder DDR-Bürger hin. Das ist klar, ja. Aber China natürlich,
war es schwieriger, ja. Das ist völlig klar, ja. Und das sind natürlich Dimensionen, die man da hat. Wir waren im Norden in der Mandschurei. Ich war in der inneren Mongolei. Das ist wieder ganz was anderes. Kanton im Süden ist wieder eine Welt für sich. Und ein paar kulturelle Höhepunkte haben wir natürlich auch gesehen. Ich war zweimal auf der Großen Mauer. Ja, weil wir in Tonkriegern waren wir. Es ist schon sehr beeindruckend. Haben Sie sich durch diese Möglichkeit, das zu sehen, privilegiert gefühlt, jetzt verglichen mit dem Durchschnittsbürger in der DDR? Also gefühlt nicht, aber man war es sicherlich, das ist völlig klar. Aber deshalb nun irgendwelche Gefühle zu entwickeln und zu sagen, oh, jetzt fühlst du dich aber schlecht, weil du was darfst, was andere nicht dürfen. Also das ging in dem Getriebe und das war mein Beruf. Also wie viele andere Außenhändler ja auch ständig draußen waren irgendwo, ja. Brachte die Tätigkeit in der staatlichen Plankommission weitere Privilegien mit sich? Wüsste ich jetzt eigentlich keine. Also ich hatte kein Auto, ich hatte keinen Führerschein, wir hatten kein Telefon, was man hier so allgemein als Privilegien empfindet. Mein Vater hatte Telefon, weil er Berufskraftfahrer im Bereitschaftsdienst war. das hatten wir nicht. Das einzige Privileg, was ich hatte, was wir hatten, wir hatten 5 Kinder und hatten einen Ausweis, dass wir handelsübliche Mengen einkaufen dürfen. Das hat auch mit der Plankommission nichts zu tun. Das hat die Chinesen übrigens immer sehr verwundert. Die haben ab zweiten Kind sanktioniert und ich habe mir mal einen Ausweis gesagt, hier, und ich werde privilegiert mit 5 Kindern. Was für eine Wohnung oder was für ein Haus haben Sie gelebt? Denn Wohnraum war ja auch wiederum ein Thema in der DDR. Ich hatte ein Einfamilienhaus, das hatten wir aber schon bekommen, bevor ich in der Plankommission war. Ich glaube, wir waren zu 7 auf, heute würde man es umrechnen, auf 50 Quadratmeter. Und die hatte ich eingetauscht gegen meine Einraumwohnung. Einraumwohnung gegen ein Familienhaus. 1:1, ganz fairer Tausch. Wenn es um seine Biografie in der DDR geht, kommt Rolf Sukowski eines immer wieder in den Sinn. Ich war immer der Jüngste. Mit 27 war er der Jüngste, als er in der Plankommission anfing. Und mit 41 ist er immer noch vergleichsweise jung, als seine Beamtenlaufbahn abrupt vorbei ist. Das Ende der staatlichen Plankommission kommt schnell. Noch wenige Tage vor dem Mauerfall drängt Gerhard Schürer auf Reformen. Dem Politbüro legt er eine Analyse vor, die ein desolates Bild der DDR-Wirtschaft aufzeigt. Dieser Schürer-Bericht wird später zu einer oft zitierten Quelle, wenn es um die Zahlungsfähigkeit der DDR kurz vor ihrem Ende geht. Doch Schürer äußert auch öffentlich Kritik und Selbstkritik, wie hier Anfang November 1989 bei einem Betriebsbesuch, den der DDR-Rundfunk mitschneidet. Ich glaube, wir haben überhaupt im Moment zu viel Kontrollkräfte und zu wenig direkt produktiv und konstruktiv arbeitende Menschen, die die Lage verändern, die eingestellt ist. Ich beziehe hier meine eigenen Kontrollkräfte ein. Wir glauben überhaupt, dass auf dieser produktiven Basis, die wir in der Volkswirtschaft haben, ein zu großer Überbau lastet und wir vor der dringenden Notwendigkeit stehen, aufgrund der Gesamtleistung, die wir zu vollbringen haben, hier eine Änderung vorzunehmen. Waren Sie damit auch gemeint, als jemand, der in der Behörde gearbeitet hat? Heute würde man sagen, Bürokratieabbau. Also ich vermute mal, in diese Richtung geht das. Klar war auch die DDR bürokratisch, das ist völlig normal, dass er das damit meinte, dass zu viele Leute in der Verwaltung sind und mehr müssten in die Produktion gehen, denn es war ja ständig Arbeitskräftemangel. Würden Sie sich im Nachhinein davon angesprochen fühlen? Also das würde ja bedeuten, ich würde mich im Nachhinein als überflüssig empfinden in meiner Tätigkeit. Und da ich aber der Einzige war in der Plankommission, der sich mit China befasst hat, kann ich nicht überflüssig gewesen sein. Die Jacke würde ich mir jetzt nicht anziehen. Ne? Doch die Erfahrung, dass andere seine Arbeit als überflüssig einschätzen, die macht Rolf Sukowski in diesen Monaten sehr schnell. Im Januar 1990 wird die staatliche Plankommission umbenannt in Wirtschaftskomitee des Ministerrats. Im April ist ihre Zeit endgültig abgelaufen. Rolf Sukowski ist nun schlicht Beamter im Wirtschaftsministerium der DDR. Am 2. Oktober macht ein Schreiben aus Bonn ihm klar, dass die Bundesrepublik künftig keinen großen Wert auf seine Dienste legt. Er wird zum Beamten im Wartestand, wie es offiziell heißt.
Ich möchte mich abschließend mit ihm darüber unterhalten, wie er heute auf die DDR zurückblickt, ganz besonders auf ihr Wirtschaftssystem. Da geht es auch um sein Studium an der größten Wirtschaftsuni des Landes, der Hochschule für Ökonomie in Berlin-Karlshorst. Der Systemunterschied Kapitalismus und Sozialismus, der ist ja im Wesentlichen ein ökonomischer. Also immer mit den Schlagworten Planwirtschaft oder Marktwirtschaft. Wie haben Sie sich in dieser ideologischen Frage positioniert? Naja, es hat in den Debatten, hat das eigentlich an der Hochschule keine große Rolle gespielt. Wir haben eine fundierte Ausbildung gehabt, auch in politischer Ökonomie, Kapitalismus. Was ja dann nach 90 einige überrascht hat, dass wir plötzlich auch Ahnung hatten von sowas. Das hat man zur Kenntnis genommen. Das war vorrangig natürlich Quellenstudium bei Marx, aber wir hatten natürlich auch die Geschichte der politischen Ökonomie mit Adam Smith und alles, was so dazugehört. Aber das war alles so weit weg. Ich habe ja 67 bis 73 studiert, hat ja niemand vermutet, dass das irgendwie mal für uns eine praktische Relevanz haben könnte. Also hat man das theoretisch entgegengenommen und hat sich ansonsten natürlich um die politische Ökonomie des Sozialismus gekümmert. Und da haben wir durchaus gemerkt, dass es dort Widersprüche gibt, denn ich habe dreimal eine Ausbildung gehabt vor dem sogenannten Buch, die politische Ökonomie des Sozialismus in der DDR, während des Buches und dann die Reorganisation nach dem Buch. Und da hat man schon gemerkt, also irgendwo stimmt da was nicht. In welche unterschiedlichen Richtungen ging das da? Naja, das war ja das neue ökonomische System der Planung und Leitung. Das ist ja unter Ulbricht wollte das ja einführen. Dann kam dieses Buch und so wie sich im Nachhinein herausstellte, ist diese ganze Reform von Moskau zurückgepfiffen worden. Und damit war auch das Buch hinfällig. Und da das Buch zwar von Wissenschaftlern geschrieben war, aber das Vorwort war das halbe Politbüro drin, war es natürlich eindeutig politisch sehr stark gefärbt. Und als die Reform dann zurückgedreht wurde, es sollte ja in Richtung mehr in Warenwirtschaft gehen, also auch ein paar, ich will nicht sagen marktwirtschaftliche Elemente, aber doch zumindest ein paar, die über die klassische Planwirtschaft hinausgehen sollten, ja eingeführt wurden. Und als das zurückgedreht wurde, wurde das Buch eingestampft und wir mussten sozusagen wieder neu auf den Pfad der Tugend gesetzt werden. Ja. Der Vergleich Planwirtschaft, Marktwirtschaft, wie fiel dann Ihre Analyse knapp 25 Jahre später aus, Anfang der 90er? Na, also im Nachhinein betrachtet kann man der Planwirtschaft natürlich auch durchaus was Positives abgewinnen. Ob in der Planwirtschaft so ein Chaos eingetreten wäre mit Schutzmasken und Schutzbekleidung, wage ich mal zu bezweifeln. Da hätte man stärker durchregiert und das nicht einfach so dem Markt überlassen. In der Endkonsequenz muss man sagen, der Planwirtschaft hätte mehr Markt gut getan, aber der Marktwirtschaft würde auch ein bisschen mehr Plan gut tun. Wo denn, an welcher Stelle? Also Sie haben jetzt eben das Beispiel schon genannt. Nun war Beschaffung auch für die DDR immer ein Problem und Sie hatten die These aufgeworfen. In manchen Fällen wäre mehr Planwirtschaft gut, in welchen? Wohnungsbau zum Beispiel. Würde mir jetzt spontan einfallen, dass da vielleicht doch mehr auch von zentralerer Stelle gemacht wird. Aber meinen Sie damit Wohnungsbau, wie jetzt zum Beispiel das Wohnungsbauprogramm in der DDR 70er und 80er, das ja auch seine klaren Defizite hatte, wenn es um, also als Leipziger weiß man, wovon man spricht, wenn ja, man die Innenstadt kennt. Ja, ich weiß, das hat auch jedes Jahr in der Auswertung der Leipziger Messe war immer ein Punkt, wir müssen Leipzig was machen, die Stadt fällt zusammen. Ich war selber zur Leipziger Messe und habe in so ein Abrisshaus da wohnen müssen, während meine Gäste im Astoria gewohnt haben. Das ist völlig klar, wo Licht ist, ist auch immer Schatten. Hat Rolf Sukowski nun einfach nur gut gewusst, wo das Licht war, schlicht das Beste aus seinen Möglichkeiten gemacht? Oder hat er beim Schatten nicht so genau hinsehen wollen? Vielleicht stimmt beides. Seine grundsätzliche Überzeugung ist jedenfalls geblieben. Heute leitet Rolf Sukowski ehrenamtlich den offenen Wirtschaftsverband von kleinen und mittleren Unternehmen, Freiberuflern und Selbstständigen, ein Wirtschaftsverband, der der Linkspartei nahesteht. Er selbst ist nach 1990 kein Beamter im Wartestand geblieben. Er hat sich selbstständig gemacht, unter anderem ist er bis heute Berater in der Lohnsteuerhilfe. Auch als freiberuflicher Wirtschaftsdozent hat er gearbeitet an der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft und das hat für Rolf Sukowski durchaus etwas Ironisches, denn damit hat er in denselben Räumen gelehrt, in denen er zu DDR-Zeiten studiert hat.
In der nächsten Folge unseres Podcasts werden wir ins Hotel gehen. Dann spricht meine Kollegin Katrin Knabe mit jemandem, der auch einmal der Jüngste war. Bertram Thieme war jüngster Direktor eines Interhotels in der DDR. Ab 1977 leitete er das Vorzeigehotel der Stadt Halle. Eliten in der DDR. Der Podcast erscheint jeden Monat auf mdraktuell.de, in der ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.